Hallöchen ihr Lieben, es ist soweit. Fast 40 Kommentare sind unter dem Video eingegangen. Diese drei Schildkröten suchen ein neues Zuhause. Ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr so toll mitgemacht habt und für eure ganz mega tollen Kommentare und Geschichten dazu und Gründe dazu. Ich finde es einfach prima, wie toll das war, das auch zu lesen. Das fand ich mega schön. Und da möchte ich jetzt einfach drei Gewinnerinnen ziehen. Oder Gewinner. Ich habe das so gemacht, dass ich die Streifen genormt habe. So, dann habe ich sie zweimal geknickt, sodass ich wirklich nicht erkennen kann oder sehen kann, wer jetzt die drei glücklichen Gewinner sind. Und mache jetzt auch die Augen zu, sodass man dann wirklich einfach nur Zettel zieht, um dann die drei Gewinner rauszubekommen. So. Eine Schildkröte geht an. Na? Daniela Holst. Ich habe bei den Zettel immer den YouTube-Namen raufgeschrieben. Herzlichen Glückwunsch, Daniela. Du bist eine der glücklichen Gewinnerinnen. Für dich ist diese Schildkröte und die. Ich bräuchte natürlich dann so schnell wie möglich von den drei Gewinnerinnen oder Gewinnern eine kurze Nachricht und dass ich dann also die Adresse von euch bekomme und dann kann ich das auch schon ganz schnell wieder dann losschicken. So, Daniela hat schon mal eine, dann geht's weiter. So, hier ist eine rausgefallen. Wollen wir mal gucken. Das ist Dete Techno. Für dich gibt es auch eine Schildkröte. Herzlichen Glückwunsch auch dir. So, die zwei sind schon mal weg. Die kommen jetzt hier mit her. So. Und jetzt haben wir noch diese Schildkröte. Die möchte noch ein neues Zuhause haben. So. Dann mischen wir das wie bei Bingo. Kennt ihr das vielleicht? Wenn ihr mal Bingo gespielt habt, dann wird das auch nochmal wieder gemischt. Und dann mit Augen zu wird jetzt ein Los, nochmal gezogen. Meine Tochter steht hier auch neben mir und kontrolliert, dass es auch gut läuft. Sabine Groß. Okay. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Das sind die drei Schildkröten, die jetzt sich dann demnächst auf den Weg machen. Euch anderen möchte ich sagen, herzlichen Dank, dass ihr so toll mitgemacht habt. Wie gesagt, beim nächsten Stempel gibt es vielleicht wieder die Chance, also gibt es bestimmt wieder die Chance. Und ich würde am liebsten jedem etwas von der kleinen Schildkröte schenken. Kann ich aber ja leider nicht. Okay, das war jetzt schon die ganz schnelle Auslosung. Vielen Dank, dass ihr noch zugeschaut habt und den dreien, wäre schön, wenn ihr so schnell wie möglich mit mir Kontakt aufnehmt, damit ich das dann auch losschicken kann. Und in den nächsten ein, zwei Tagen wäre das super. Alles klar. Dann macht's gut. Schönen Abend euch noch. Tschüss, tschüss.